Hallo, meine werten Damen und Herren und Freunde der schlechten Unterhaltung und herzlich willkommen zurück zum Let's Play von Minecraft. Diesmal bin ich ohne einen werten Gast unterwegs und werde auch nur 15 Minuten aufnehmen und ich bin gespannt, was wir in diesen 15 Minuten überhaupt zustande bekommen. Das letzte Mal hatten wir den Dalukat dabei und lasst mir mal in den Kommentaren da, was ihr so von seiner Gesellschaft haltet und ob ihr euch das in Zukunft öfters wünscht, dass er dabei ist. Und ja, warum ich eigentlich heute aufnehme, beziehungsweise warum eine Folge alleine kommt, es wird auch nur eine Folge sein, zumindest hoffe ich, dass es so sein wird. Ich bin gespannt, ob ich das hinbekomme. Und zwar, weil die Folgen für diese Woche einfach nicht gereicht haben und ich den nächsten Gast erst zur nächsten Woche mit reinbringen wollte. Der nächste Gast wird wahrscheinlich der liebe Mr. Morgame sein, der werte König höchstpersönlich. Und da werde ich mich schon ziemlich drauf freuen, beziehungsweise da freue ich mich jetzt schon ziemlich drauf. Und ich hoffe, dass ich während dieser Aufnahme keinen Hustenanfall bekomme. Vielleicht hören es einige von euch, aber ich bin krank. Hi. Ja, ich bin leider immer noch nicht gesund. Ich lag die ganze letzte Woche krank, mit Grippe, im Bett, mit Fieber. Es war grauenvoll. Und ja, ich glaube, die 15 Minuten aufnehmen, das reicht auch. Mein Plan für die Aufnahme ist es, dass wir uns unsere Küche bauen. Ich bin mir auch ehrlich gesagt gar nicht richtig sicher, ob wir überhaupt vernünftig Essen momentan haben. Ich sehe, dass wir verrottetes Fleisch haben, aber das ist blöd. Die Kugelfische können wir gar nicht essen. Und Brot hält sich in Grenzen. Können wir gleich mal was craften? Oh Gott, ich habe mich gerade so erschrocken wegen diesem Pferd da drüben. Ich dachte gerade, es möchte uns töten. Hier drüben ist noch schön gebrannter Mandeln, nein, gebratener Lachs. Den werden wir gleich mal benutzen. Und ich klaue mir einfach mal das Eisenschwert. Das hat der Dalukat. Ich nenne jetzt alle Leute, die immer hier waren, nenne ich immer der Liebe, die Liebe. Benutzt. Und ich mobs das jetzt. Da drüben ist mein Crafting Table. Warum war mein Crafting Table immer noch nicht drin? Hatte ich den nicht das eine Mal schon abgebaut? Oh, ich bin mir nicht sicher. So, meine Damen und Herren, ja. Und zwar, So, also ich hatte mir überlegt, dass wir in diese Ecke die Küche reinmachen. Die ist ja 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Blöcke. Hier ist die Mitte. Ich möchte gar nicht gerne, dass man da so reingehen kann. So in der Mitte eventuell. Entweder so die drei Blöcke, ne, oder so, Da das aber alles hier sehr hell ist, möchte ich ganz gerne, dass wir das mit dunklem Holz machen, und zwar mit diesen netten Schwarzeichen. Bin mir immer noch nicht sicher, wo wir das hinmachen. Ich kann heute nicht reden. Ich komme mir mal vor wie so eine Sprachbehinderte. Und das soll ja jetzt nicht ansatzweise diskriminierend gegen wirklichen Behinderten kommen, ne? Wir sind hier ja political correct und so. Political correctness. Aha. So, bauen wir das ganz hübsch hin. Ja, habe ich total vergessen, was ich als Rest machen wollte. Davon können wir auch noch welche übrig lassen. Können wir das hier nämlich schön abrunden. Und dann ist uns das Holz ausgegangen. Hey, komm zurück, Holz. Hey, mein Meerschweinchen trinkt. Ladies and Gentlemen, I proudly present ein trinkendes Meerschwein im Hintergrund für den Fall, dass man das hören sollte. Ich glaube, ich brauche echt ein Standmikrofon. Ich habe nämlich gar kein Standmikrofon. Überraschung. Wow. Okay, Batterie ist bei 20%, sagt mir mein Handy. Also, Akku. Das heißt ja gar nicht mehr Batterie. Was für ein technischer Fortschritt. Wir haben immer noch kein Dach über dem Kopf, aber ich bin mir immer noch nicht sicher, wie wir die zweite Etage machen. Wollte ich nicht. Nein. Ist das zu eng? Das überfordert mich. Nein, das ist nicht zu eng. Nein. So. Machen wir das auch noch dahin? Oh, meine Stimme wird schon wieder kratzig. Bin mir noch nicht sicher, ob ich mir das leiste, im Let's Play zu husten. Ihr werdet es sowieso niemals hören, aber dann muss ich das wieder rausschneiden. Das ist total blöd. Dann muss ich mir das, was ich aufgenommen habe, anhören und ich hasse das. Ja, traurig aber wahr. Ich kann meine eigene Stimme nicht wirklich richtig selbst ertragen. Bin gerade verwirrt. Ich frage mich, woher diese Zäune kommen. Wann habe ich Zäune gecraftet? Habe ich überhaupt Zäune gecraftet? Wofür denn Zäune? So. Ja, natürlich. Und es passt nur an eine Seite.
Ja, nicht, das reicht, fand ich, ist ein schönes dekoratives Element. Auf die andere Seite kommt es jetzt nicht, Symmetrie. Okay, nee, ich als Verfechterin der Symmetrie kann jetzt nicht sagen, dass ich Symmetrie kacke finde. So, wir riskieren jetzt einfach mal was. No risk, no fun. Ich lebe gefährlich. Versuchen wir mal unter offenem Himmel zu schlafen, ohne zu sterben. Gleich ist ein Creeper neben unserem Bett und es macht X und wir sind nicht tot. Respekt. Da hinten ist ein Schaf oder wie wir es Holz genannt haben. Damals, wisst ihr noch, am Anfang des Let's Plays, also, ne? Wir sind jetzt bei der Pimlim 17. Folge oder so. Ich glaube, ich sollte mein Handy mal auf lautlos machen. Ich hatte eben meine Aufnahme schon begonnen und es war super. Mein Handy hat plötzlich reingeblablat. Meinen E-Mail-Ton, weil ich eine E-Mail bekommen habe. Wahrscheinlich irgendeine E-Mail von YouTube. Bla bla, der und der Mensch hat deinen Kommentar kommentiert. Der und der Mensch hat dich in deinen Kreisen hinzugefügt. Ja, danke. Dafür brauchst du mir nicht jedes Mal eine E-Mail schicken und ich weiß nicht, wie ich das ausstellen kann. Jedenfalls mein total toller E-Mail-Klingelton. Jesse Pinkman, I suggest you stop whining like a little bitch. Es ist so wundervoll einfach. Es war auch ein wunderbarsten Moment, in dem er nur hätte kommen können, also der Ton, nicht Jesse Pinkman. Das verstört mich jetzt. Ich wollte irgendwas suchen. Ah, ich könnte Zäune machen. Oh, und drin ist die Workbench. Da ist die Workbench. Und die Zäune machen wir mit Birkenholz. Wie macht man Zäune? Ach ja, genau. Ah, ich bin so zerstreut heute. Ich finde es total faszinierend, dass es. Ich wollte keine Leiter machen. Ich sag doch, ich bin zerstreut. Nein, das ist Eiche. Das brauchen wir noch, glaube ich. Ich finde es total schön, dass neben uns ein Birkenwald ist. Das bedeutet, wenn wir irgendwas brauchen, dann ist es grundsätzlich Birke. Birke ist an allem schuld. Also, nein, wird für alles genutzt und ist an allem schuld. Ich weiß zwar nicht, wer Birke ist, aber Birke ist an allem schuld. Allem. Oh, ich habe vergessen, ich wollte mich im Let's Play noch entschuldigen. Genau, da war nämlich was. Ich habe eigentlich auf Facebook rumgefragt, dass, beziehungsweise was ich eigentlich machen soll im Let's Play, zumindest für diese Folge. Die meisten haben sich für eine Adventure Map entschieden. Ja, versuch mal bitte eine Adventure Map zu finden, die 5 oder 10 Minuten, höchstens 20, dauert. War unvorteilhaft irgendwie. Ich habe auch nichts gefunden, beziehungsweise doch, ich habe eine gefunden, das es war eine Dschungel-Map. Die sah ganz interessant aus auf den Bildern. Da habe ich sie mir runtergeladen, habe sie geöffnet und dann so, okay, sie ist nicht für die 1.7 gestaltet worden. Und also, irgendwie sieht das hier jetzt nicht nach Dschungel aus. Ich war in der Taiga oder in der Tundra oder wie das hier heißt, in Minecraft. Also dieses etwas mit den Bäumen und dem Schnee und was es halt schon ewig gibt, habe ich mich ein bisschen fehl am Platz gefühlt. War blöd. Oh, ich wünschte gerade, wir hätten vernünftiges Dingens. Glas. Muss ich da so einen hässlichen Block hinmachen? Ich mag das nicht. Okay, nee, die Hacke. Dann machen wir hier nämlich auch noch mal so einen hässlichen Block hin. Können wir nämlich das machen. Dann machen wir den hässlichen Block wieder weg. Dann nutzen wir einfach den hässlichen Block. Versteht ihr? Das ist Abwechslung. Das ist alternativ. Ne? Hat schon fast Stil. Also auch noch fast. Da fehlen noch ein paar Öfen. Ich weiß nicht, warum ich so viele Öfen mache. Das habe ich mir irgendwann mal angewöhnt. Dachte mir so, okay, Öfen sind super, wenn man mal viel öfen muss. Das war Kies. Ich will gar kein Kies. Kies, 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 Pflasterstein. So. Craften wir noch 10.000 Öfen. Ist ein komisches Wort. Öfen. Es gibt so Wörter, wenn man sie ein paar Mal hintereinander wiederholt, klingen sie unglaublich scheiße. In die Kategorie gefällt. Nee, fällt auch das Wort Öfen. Öfen, 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 Öfen. 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 Okay, ich benehme mich nicht total neben der Spur. Nein, absolut nicht. Okay, ich habe das so an mir. Eigentlich. Das Problem ist, dass es eigentlich im sozialen Leben
komme ich viel abgespackter darüber als in den Let's Plays. Ich weiß nicht, in den Let's Plays bin ich viel ausgeglichener. So schön ruhig und nicht so. Also, das ist schockierend. Das trifft's ganz gut. Nee, die stellen wir hier übrigens anders hin. Und zwar guckt der hier hin. Dann sieht das da aus wie eine Missgeburt. Das können wir auch nicht machen. Und den können wir nicht so rummachen. Oh, doch, können wir. Das kann man doch so annehmen, oder? Kann man das so anbieten, um den lieben Gronkh zu zitieren? Oh, damit könnte ich leben. Ja, also meine Damen und Herren, das sind Steinöfen, falls man das nicht sehen kann. Darauf wird Pizza gebacken. In Italien. Das schmeckt dann voll lecker. Oh, so gefällt mir das noch viel besser. Oh, das gefällt mir. Ich wünschte, wir hätten jetzt Gläser da drin. Aber ich habe ja noch vor, die Wüste, die irgendwo da hinten ist, zu erkunden. Und das mache ich nicht alleine, weil sonst, ich bin mir nicht sicher, was dann passiert. Das werde ich dann mit meinem nächsten Gast machen. Nämlich, da kann der liebe König sich auf was einstellen. Ich nenne ihn ständig, erhabener König. Nein, das Pferd ist da hinten rüber gelaufen. Dalu hat doch noch versucht, es aufzuhalten. Nein. Oh, Kisten sind nicht schlecht. Kisten wären jetzt nicht schlecht. Wir müssen generell mal das, was wir draußen haben, mal nach drin verfrachten, weil sonst ist das blöd. Bin mir aber noch nicht sicher, wo wir die Kisten überhaupt hinstellen. Nee, nicht das. Ja, Birkenholz. Birkenholz ist blöd, weil Birkenholz ist unser Feind. Birkenholz. Ich merke immer wieder, dass ich heute nicht reden kann. Das nervt mich. Nervt euch das auch? Schreibt es in die Kommentare. Ich finde dieses Hey. Schreibt es in die Kommentare. Was meint ihr? Ist grün schöner als blau? Schreibt es in die Kommentare. Oh, ich muss euch noch was richtig Wichtiges fragen. Also, wie wirkt die Farbe Gelb auf euch? Ich bin mir nicht sicher, ob ich das letzte Mal gefragt habe, als Dalu und ich uns dieser wichtigen Frage angetan haben. Aber wie wirkt die Farbe Gelb auf euch? Das ist mir wichtig, das möchte ich gerne wissen. Also schreibt es in die Kommentare. Ich weiß nicht, wohin mit den Kisten. Ja, damit kann ich leben. Oh, ja. Jetzt brauche ich noch Schilder. Dafür kenne ich das Craft-Rezept. Lara Craft. So. Oh Gott. Ich habe gerade im Augenwinkel dieses Chicken gesehen, was da hinten lang gesprungen ist. Ich bin mir nicht sicher, ob ihr das auch gesehen habt, aber es hat mich irgendwie paranoid gemacht. In der Zeit, als es noch hieß, dass Herobrine jederzeit gesehen werden kann und auch frei rumläuft. Ohne Witz, ich hatte solche Angst, Minecraft zu spielen, weil ich so paranoid geworden bin. Das war einfach unglaublich. Ich wollte dem einfach nicht begegnen. Und das war zu einer Zeit, wo ich auch immer so Nebel hatte, weil der PC so unglaublich schlecht war. Mit unglaublich meine ich unglaublich. Der hatte nicht mal einen vernünftigen Gigabyte RAM. Das ist schlecht. Fleisch. Veganer Vegetarismus. Weil Vegetarier wird mit V geschrieben. Ich brauche nämlich einen Ring, wo dann ein F drauf ist. Und dann. Moment. Das ergibt gar keinen Sinn, was ich gerade sagen will. Oder? Nein, doch. Nein, doch. Okay, fangen wir nochmal von vorne an. Und wir drehen die Zeit zurück. So ungefähr. Und zwar, ich brauche einen Ring, auf dem steht einfach nur so ein F. Also nur so ein F. Und dann kann ich sagen, ey, guck mal ein F. Und dann fragen alle so, warum ist da ein F auf deinem Ring? Und dann kann ich sagen, F steht für Vegetarismus. Ich bin nämlich Vegetarierin. Und dann denken sich alle so, das ergibt gar keinen Sinn. Genauso wie diese Aufnahme. Okay, wir haben immerhin was geschafft, bevor Mr. Morgame. Ich hoffe, dass das klappt mit der Aufnahme, beziehungsweise wir beide gleichzeitig Zeit finden.
Bevor der nächste Gast dazukommt, habe ich immerhin eine Küche. Immerhin sieht das Haus dann doch nicht so verloren aus. Diese beiden Betten sind immer noch unglaublich unsymmetrisch. Und ansonsten, denkt dran, was ich gefragt habe. Wie wirkt die Farbe Gelb auf euch und darf der liebe Dalukat denn nochmal wiederkommen? Ja, und mit diesen wundervollen Worten verabschiede ich mich jetzt und wünsche euch noch einen traumhaften Tag. Cheerio, passt auf, Moment, was habe ich denn das letzte Mal bei Post? Habe ich gesagt, Tiere, Katzen im Inventar, passt auf eure Küche auf.